Der frühe Vogel fängt den Plastikwurm. Ja, von oben sieht der Strand so sauber aus. Aber wenn man unten ist und so ein bisschen hin und her läuft, man findet natürlich immer etwas. Wir haben jetzt mittlerweile 700 Kilometer hinter uns auf unserem Big Biking Cleanup. Wir sammeln ja Plastikmüll, weil wir für ein kleines Müllsammelschiff, den Seehamster, Geld sammeln wollen, damit der gebaut werden kann. Wir radeln natürlich weiter. In 2 Tagen geht es rüber nach Norwegen. Und die erste Woche, die war ein Hammer. Wir haben jetzt schon über 1400 Euro einsammeln können. Da sind wir sehr, sehr glücklich drüber, dass die Leute mitmachen da draußen, dass das funktioniert, unsere Aktion. Und im Moment sammeln wir nicht nur an den Küsten, sondern wir halten auch öfters mal einfach am Straßenrand an. Da finden wir im Moment viel, viel mehr Müll als am Meer. Hat vielleicht was mit der Windrichtung zu tun. Wir haben nämlich auch die ganze Zeit Gegenwind. Das heißt, der Wind kommt aus Norden, bläst uns ins Gesicht. Und deshalb bläst er aber auch den Müll an der Küste entlang. Heute eingeladen und jetzt falle ich erstmal gleich hin. Und das ist ja wohl unglaublich. Wir dürfen hier auf den Hochsee, auf das Hochseeangelschiff, und Andreas und ich dürfen heute Abend hier übernachten. Mein Gott. Ja, mit einem hat er natürlich recht, ja. Die Freundin heißt Jule, das ist das Schiff, aber seine Frau heißt Nadine und das bin ich. Ja. So, der Daniel hat euch die großen Kabinen hergerichtet. Die großen auch noch. Nadine, sag doch noch mal ganz kurz, super. Euer Schiff heißt Jule, ja. Liegt wo und was kann man chartern? Ist doch richtig, ne? Kann man chartern, ja. Da kommen die Angelbegeisterten und die fahren dann mit uns raus und es liegt in Hirtshals zurzeit. Kommt aber von Bornholm. Bitte, ihr könnt euch nicht vorstellen, was heute passiert ist. Andreas und ich kommen hier in Hirtshals. Hier, das kann ich nicht aussprechen. An und wir gehen auf den Campingplatz. Ja, ich rausche rein, um mich bei der Dame anzumelden. Andreas steht draußen und dann stehen da Daniel und seine Frau. Durch abgegriffen hat quasi. Genau, und Andreas erklärt den beiden, was für eine Aktion wir vorhaben. Ich bin schon drin, habe schon eigentlich uns eingebucht, habe schon die Duschmarken kassiert. Kommt Andreas nochmal rein und sagt, Alter, du glaubst nicht, was gerade passiert ist. Die beiden haben uns eingeladen auf diesem Schiff, auf ihrem Hochseeangelschiff, ja? Okay. Und normalerweise liegt das Schiff auf Bornholm, ist das ja, richtig? Genau. Und da lebt ihr auch, ne? Ja, ganz ihr seid genau. Vor, habe ich nicht jetzt mittlerweile rausgewandert, vor 11 Jahren seid ihr ausgewandert, ja. Ja. Was für eine coole Aktion, echt. Und deine Frau lebt das ganze Jahr da, habt gehört, ein Pferd, ein Hund, die reitet da immer am Strand entlang und wollte eigentlich, das finde ich überhaupt das Allerbeste, sie hatte die Geschäftsidee, Kamele zu holen, richtig? Ja, und dann habe ich ganz schnell ein Boot gesucht. Es ist nicht zu fassen, die haben uns jetzt eingeladen, den Andreas und mich, und jetzt marschieren die einfach weg und lassen Andreas und mich alleine auf diesem riesigen Schiff mit Wojciech? Mit Wojciech. Mit Wojciech, mit dem polnischen Vizekapitän, nenne ich das jetzt einfach mal, der sehr nett ist. Und wir dürfen kochen. Wir haben 2 Kabinen bekommen. Andreas eine, ich eine. Wir kriegen Brötchen geschmiert. Morgen früh kriegen wir Frühstück. Wir können das beide noch gar nicht fassen. Da ist Wojciech. Und jetzt gehen wir mal an Bord. Bis später.